Ja, recht herzlich willkommen bei Ich am Weg wandern mit Peter. Heute wieder mit meinen Lieblingsfotografen. Grüß euch. Manuel hier an meiner Seite. Wir gehen heute auf die Reisalpe. Ich bin schon sehr gespannt. Das ist für mich sowieso ganz cool. Das ist der Berg, der mir hier in der Verbindung noch fehlt. Das ist hier die Gemeinde Lilienfeld. Da waren wir schon Dülzer-Höger. Hinten am Hochstaff waren wir schon. Und heute geht es definitiv rauf auf die Reisalpe und da nehmen wir euch mit und dann schauen wir mal, was dieses Gebiet zu bieten hat. Es ist wieder mal Winter, weil das macht gar nichts. Winter Wonderland und wir können schon gar nicht mehr warten. Dann gehen wir jetzt los, ne? Genau, das machen wir jetzt. Ja. Wir beginnen unsere Tour im kleinen Örtchen Innerfahrer Feld in der Gemeinde Hohenberg. Wir folgen der Zubringerstraße entlang des Dürrenbachs durch das sogenannte Dürrental. Bei der sogenannten Wasserwies treffen wir auch auf alte Relikte, so wie hier diese Mühle. So haben wir auch einen schönen Blick auf die Felsklüfte des Rheinbergs. Dort, wo die sogenannte Schachernhöhle verborgen ist. Und weiter geht es über die Reisalpenstraße immer weiter hinauf in Richtung Nagellandalm. Bei der Nagellandalm angekommen, beginnt nun der wunderbare Aufstieg hinauf zur Reisalpe entlang einer schönen Almwiese. An den Felswänden der sogenannten Diekslucke beim Eisernen Tor hat man einen wunderbaren Ausblick zum Nachbarberg, den Muckenkogel und der Dreisner Hütte. Ausgegriffen.
Nun ist es soweit und wir erreichen unser Etappenziel, nämlich das Reisalpen-Schutzhaus. Und der Gipfel der Reisalpe auf 1399 Meter befindet sich nur wenige Gehminuten davon entfernt. Vom Gipfel aus hat man einen wunderbaren Blick über die Gutensteiner Alpen und darüber hinaus. Auch markante Berge wie der Schneeberg oder die Rax oder der Göller sind an schönen Tagen richtig schön und markant zu sehen. Mit 1399 Metern ist die Reichsalpe zudem der höchste Gipfel der Gutensteiner Alpen. Das Reisalpenschutzhaus wurde bereits 1898 gebaut und besteht aus einem gemauerten Schutzkeller und einem Holzriegelbau mit einer Lärchenholz-Schindelwand. Doch was den Wander- und Bergfreund natürlich mehr interessieren wird, ist die wunderbare Bewirtung, die feinen Schmankerln bei bester Gesellschaft und wunderbarer Aussicht. Zunächst nehmen wir den Abstieg wieder entlang der Reichsalpe. Nach der Nagellandalm schlagen wir nun eine andere Abstiegsroute ein und folgen nun den Weg Richtung Almarin. Ein schöner, gemütlicher Waldsteig führt zunächst in Richtung Weinberg, fällt dann aber ab und geleitet uns ins wunderschöne Schöntal. Am Ende des Schöntals angekommen, erreichen wir den kleinen Ort Furthof, der ebenso zu Hohenberg gehört. Wir hoffen natürlich, euch hat diese Bergtour gefallen und diese werden wir uns im Detail jetzt nochmal gemeinsam von oben anschauen. So, meine Lieben, jetzt ein bisschen hier wieder im Windschutz. Wie gesagt, sorry, heute ohne Mikrofon, aber die Eindrücke sprechen Bände. Wir sind jetzt wieder hier, wo wir gestartet haben, in Innerfahrerfeld, und ihr habt die Bilder gesehen. Ja, es ist einfach eine super tolle Gegend. Es war Winter, akkurat ein bisschen diesig, aber während dann die Sonne heraus war, hat man doch ein bisschen einen Eindruck bekommen. Und es war schon recht lauschig, war schon super. War alles dabei, Hütte war dabei, Einkehr war dabei, Gipfel war dabei, Schnee war dabei. Ja, und hat alles super gepasst. Insofern sagen wir danke fürs Zuschauen und ja, wer weiß, vielleicht sieht man sich schon bald wieder, wenn ich wieder weg bin und ihr hoffentlich mit dabei seid. Also
Tschüss, Papa.